Good morning! Wir sind hier im Wuppertal. Heute ist der Weltmeisterschaftskampf um die IBF von Vincenzo Guaideri. Das ist der Kollege, mit dem ihr mich in Mallorca gesehen habt. Und ja, erstmal ein kleines Frühstück, da müssen wir in die Halle ein paar Vorbereitungen machen. Und dann geht's schon los mit dem Event, Mann. Let's go! Wie war das Gewichtmachen für dich und was sind so deine letzten Gedanken kurz vor dem Kampf? Also das Gewichtmachen war eigentlich gar kein Problem. Bin jetzt schon mittlerweile im Tunnel, fokussiert. Kann es kaum abwarten, heute Abend in den Ring zu steigen. Kurz vorbereiten, umziehen und dann ab geht's, ne? 2000 Jahre später. Ey, keine Ahnung, was der macht. Ich warte seit Stunden auf den. Schauen wir mal, was der macht. Komm her, komm her. Warum musst du die ganze Zeit warten? Ich muss doch ein bisschen arbeiten hier. Genau, sehr starke Vorbereitung. Du musst zocken, Junge! Diablo-Sucht, ich schwör's dir. Ich versuche jede freie Minute, die ich bekomme, irgendwo dazwischen ein bisschen Diablo zu zocken. Das Spiel macht mies süchtig. Ich habe sogar einen Charakter erstellt, der sieht fast genauso aus wie ich. Und, wie findest du? Also, der schaut schon ein bisschen realitätsgetreu aus, ja? Also, ich finde fast 1:1. Aber den muss ich noch ein bisschen leveln, da habe ich noch nicht so viel Zeit dafür gehabt. Also, ja, noch ein bisschen Sekt plus Eiweiß und Kreatin und so, dann sehe ich auch hoffentlich bald so aus, ne? Werbung! Ob Kampfsportartikel bei Kunpon oder die besten Supplements von Sekt plus. Mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr auf beiden Seiten immer mindestens 10%. Komm, wir müssen los. Wir haben 3 Tage auf Mallorca im Vlog gemacht und alles drumherum. Auf dem Anwesen vom Ingo, wir sind auf deinem Speedboat rumgefahren. Aber weißt du, wir haben eigentlich voll wenig über dich auch mal geredet. Weißt du, was mich interessieren würde? Wie waren so deine Anfänge? Wie hast du dir so alles, was du jetzt quasi besitzt, aufgebaut? Und wie hat es mit diesem Boxen jetzt, mit der Promotion angefangen? Ja, also eigentlich fing es an damals. Mein Papa ist gestorben und da habe ich mit meiner Mama mal gestritten und da musste ich irgendwie raus aus Deutschland und bin nach Mallorca gegangen. Habe dann eine Bar aufgebaut, habe ein Disco aufgebaut, ein Café. War dann ein paar Jahre in Spanien, 7, 8 Jahre. Und dann habe ich aber leider gemerkt, dass meine Mama das nicht so schafft mit den Hotels. Dann waren wir eigentlich pleite, Konkurs. Habe ich nochmal ein bisschen Geld zusammen. Wie Hotels? Deine Familie hatte Hotels? Ein Hotel hatte meine Familie damals, genau. Ne, zwei hat meine. Zweite übernommen und das ist dann nicht so gegangen, wie es sollte. Bin ich zurückgegangen. War mal Konkurs, habe ich noch schnell ein bisschen Kohle zusammengekratzt, und dann habe ich angefangen 1998, genau wo meine Tochter geboren ist. Habe dann 18, 20 Stunden am Tag gearbeitet und habe dann nach und nach 10 Hotels aufgemacht. Eine Fabrik übernommen, eine andere Fabrik. Na, also so fing es an. Krass. Und wie kam das jetzt aber zu dem Boxen? So, wie das Interesse zum Boxen und der eigene Box-Promotion? Also mich hat das ja immer schon interessiert. Ich habe ja schon Kickboxen gemacht früher und so weiter. Und deswegen kam ich irgendwie mit Jack zusammen und dann habe ich mit ihm geredet. Schon viel zu gern. Ja, bin ich 7 Jahre fast, glaube ich, dabei. Jetzt haben wir 2 WM-Titel, wo wir jetzt gewinnen können. Ja, und andere Leute sind in der Warteschleife, also geht. Ich sag dir ehrlich, das Sample sah ja schon krass aus, aber das jetzt heftig. Bald kommt's raus. Rubin und Saphir. Wie Pokémon Edition haben wir gemacht. Ich freue mich schon drauf. Das rote Shirt. Das rote Shirt ist mein absolutes Favoritenshirt. Meiner Meinung nach das geilste Shirt, das ich je getragen habe. Was man jetzt leider nicht sieht, unter der Sonne, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, schimmert das dann richtig geil. Entweder so hell oder dunkler. Das sieht dann richtig dunkelrot oder knallig rot aus. Wie geil ist es? Schaut euch das mal an. Was seht ihr hier? Ringo Gringo. Ey, Weltmeisterschaftsboxkampf im Fernsehen übertragen. Und wir sind einfach mit am Ringrand als Sponsor dabei. Auf der anderen Seite auch, also im Fernsehen wird man uns auch sehen. Ich freue mich riesig darüber, dass wir bei so einem Event auch hier, ne, vor Ort sind mit der eigenen Marke. Und es macht mich auch echt richtig stolz drauf. Ich freue mich auf die Kämpfe. Ich hoffe, es knallt heute richtig. Ich werde auch ein paar der Kämpfe jetzt gleich mit dem Matthias ein bisschen kommentieren. Und ja, schauen wir mal, wie es mit den Fights wird, ne? Kuss geht raus. Vielen Dank immer wieder an meine Community dafür, dass ihr das Ganze hier unterstützt. Das große Projekt Ringlife. Ringlife an die Macht. Die geilste Kampfsport Marke der Welt. Jetzt kommen die 2 Weltmeisterschaftskämpfe, ja? Etinosa kämpft und dann kämpft der Vincenzo. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich mache jetzt kurz noch mal ein Interview und dann geht's. Zicki zacki, hoi hoi hoi, ab geht's. Absolut mit Leib und Seele dabei. Boah, da kann jederzeit einer schlafen gehen, so wie die gerade austeilen. Ehrlich, kein Spaß. Holy shit, Junge, geben die Gas, Mann. Winner of this fight, by unanimous decision.
Axel, was würdest du sagen, wie siehst du das ganze Geschehen aktuell in Deutschland, was den Boxsport angeht, im Vergleich zu früher? Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszugucken. Also ich sag mal, Instagram, Facebook, alles verschlafen. Bild-Zeitung, die regionalen Zeitungen machen kaum mit und da sind wir ein bisschen hinten dran im Moment. Was denkst du, müsste man ändern, dass der Boxsport in Deutschland wieder auf diese Position kommt, wie vielleicht vor 15 Jahren? Da vielleicht eben mal so ein Durchbruch. Vielleicht wird es heute ja was mit Vincenzo, dass er dann wieder so ein bisschen den Boom auslöst, den wir damals hatten. Fangemeinde von Vincenzo ist am Start. Die ganze Halle ist da, um ihn anzufeuern. So, Runde 1 startet, ab geht's. Es geht um Weltmeisterschaft, IBF. Eine der großen 4 Verbände im Boxen. Übrigens der Trainer von Falcao, Robert Garcia, hat Anthony Joshua trainiert für seinen Kampf gegen Usyk. Stark! Stark! Sehr guter Start. Das war sehr, sehr wichtig. Vincenzo hat dadurch jetzt sehr, sehr viel Selbstbewusstsein getan. Geil, weiter geht's. Knock ihn aus! Stark! Weiter! Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr geil. Schönes Movement, gutes Movement von Vincenzo. Decken, 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 decken. Starker Angriff von Falcao. Stark! Sehr gute Aufwärtshaken von Vincenzo. Jetzt noch 30 Sekunden austänzeln und dann ist das Ding gegessen. War ein geiler Fight, war ein geiles Event. Wir lassen den Vincenzo mal ein paar Minuten Ruhe, soll er mit der Familie und allen möglichen Leuten feiern. Und dann vielleicht unterhalten wir uns morgen, wenn er sich ein bisschen entspannt hat, alles sich beruhigt hat, nochmal. Und dann soll er mal ein bisschen so sein Feeling über den ganzen Kampf abgeben. Ich bin stolz drauf, dass wieder jemand aus Deutschland Weltmeister geworden ist bei einer der bedeutendsten Organisationen, IBF. War ein geiler Abend, Mann. Der Mann der Stunde nach Vincenzo. Ich wollte gerade sagen, Vincenzo und der Italiener, aber gut. Richtig. Bist du stolz drauf? Voll. Nach Etinosa natürlich auch, darf man nicht vergessen. Voll. Vincenzo und Etinosa, beide Weltmeister geworden. Hammer. Was sagst du? Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, einer, ja, zwei. Ich dachte, Vincenzo wird echt richtig schwer und er hat es richtig geil gemacht. Sau souverän gemacht. Geil gemacht, wirklich geil. Hey, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du kannst auf jeden Fall stolz auf deine Leistung hier sein, was du für den deutschen Boxsport machst. Und ich hoffe, da heute, kommt... Heute habe ich schon ein paar Tränen im Auge gehabt. Einfach geil. Wirklich einfach geil. Schön übrigens, dass ihr auch dabei seid, ja, weil wir brauchen, wir müssen ja ein bisschen Reichweite, wir müssen Boxen wieder nach vorne bringen. Ja, zwar nicht mit so einer Stimme, aber gut. So, kurze Pause und dann geht es bestimmt gleich wieder weiter. So, habe ich bezahlt? Nehme ich mit. Ja, das nehme ich mit nach Hause. Ich klau den Ringlife-Banner hier mit. Geh mal her, der gehört auch mir. Komm, andere Geh mal. Seite. Ich gehe jetzt so auf Afterparty. Ein, zwei Worte von uns. Wie fühlst du dich nach deinem Kampf und nach deinem Titelsieg? Also immer noch unbeschreiblich. Es sind jetzt ein, zwei Stunden vergangen, aber man kann es immer noch nicht beschreiben, was in mir vorgeht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um zu realisieren, was ich da geschafft habe.